Ja? Toto? Ja? Was ist denn los? Hast du noch gar nicht gesehen, dass du die 10.000 Abonnenten geknackt hast? Oh nee. Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ich hau ab. Oder? Ah nee, falsche Richtung. Wir kommen doch zurück. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan Spätzle mit Soße, das habe ich jetzt schon länger nicht gesagt. Und ja, natürlich habe ich es mitbekommen, dass wir die Tage, die 10.000 Abonnenten geknackt haben, die Tage ist gut. Es war, glaube ich, gestern Abend irgendwann oder gestern ganz, ganz spät am Abend. Und ich konnte den Zahlen erst nicht glauben, weil das ging nochmal rückwärts, dann ging es wieder vorwärts. Und ich meine, wenn ich jetzt gucke, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber vielen, vielen lieben Dank für die vielen Kommentare, für die vielen Likes, für die vielen Besucher auch auf meinem Discord. Da geht mal so richtig was ab und ich versuche das immer so ein bisschen quer zu lesen. Das ist gar nicht mal so einfach, kann ich euch sagen, das Ganze in so einen ganz normalen Arbeitstag reinzupacken. Zumal ich die Folgen von gestern ja so ein bisschen, zumindest die zweite Folge, glaube ich, so ein bisschen vorproduziert hatte. Und von daher war mir das gar nicht mal so bewusst erst, aber ich glaube sowieso diesen ganzen Zahlen erst, wenn so 1, 2, 3 Tage gewachsen sind, aber ich glaube, es ist so. Vielen lieben Dank für die Masse, die diesen Abo-Button gedrückt hat und die so ein bisschen Clash of Clans sehen wollen, also tausend Dank dafür. Ich werde euch da mit Storys jetzt zufluten, denn ab 10.000 Abonnenten gibt es eine neue Funktion, aber nur auf Smartphones, die nennt sich YouTube Stories. Ich habe das noch nie gemacht, ich werde das sicherlich mal einbauen, um noch ein bisschen näher bei euch zu sein und da seid mal gespannt, wie der Toto das in seinem Alter macht. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob er plötzlich Ü50 trendy ist oder so, keine Ahnung, oder ob es nicht mehr so tolle Spiele gibt wie dieses tolle Spiel Clash of Clans. Brawl Stars sei mal dahingestellt, da seht ihr, glaube ich, am Samstag erst eine Folge, da habe ich ein bisschen was gemacht, aber mehr recht als schlecht mal wieder gespielt. Und wir wollen aber trotzdem heute Clash of Clans spielen, denn mein Rathaus 9 muss nach wie vor so ein bisschen wachsen, also Heldenlevel müssen noch ein bisschen hoch, 8 Level, aber es sind ja nicht mehr 8 Wochen, denn man braucht ja nicht mehr jetzt ganz so lange, wie viele Tage braucht er? 4 Tage, okay. Vorher waren es ja ab Level 15 7 Tage, also das hat sich ja schon gebessert, aber wenn du natürlich mit solchen Accounts hier nichts tust, dann kommst du natürlich auch nicht voran, gar keine Frage. Und dunkles Farm macht auch Bock und ich finde auch relativ schnell immer einen Gegner, der mir so ein bisschen zusagt. Ich denke mal so ab 2000 nehme ich die immer ganz gerne mit hier im Rathaus 9 Bereich. Ich hau mir gleich auch einen Boost rein, dass das hier mal wieder vorangeht, auch in diesen Accounts hier. Also will ich nicht ganz so auf der Stelle treten, sondern so ein bisschen vorankommen. Ich habe jetzt zurzeit keinen Rathaus 10er und dieser hier soll ja mein nächster Rathaus 10er werden. Deswegen sehen wir zu, dass wir hier ein bisschen Dunkles kriegen und auch mal eine ganz nette Armee mal wieder ausprobieren, aber nicht an dem 10er hier. So, was haben wir gesagt? Ab 2000 nehmen wir mit, 2,5 nehmen wir noch viel, viel eher mit. Also ihr seht meine Truppe hier, ich habe mal wieder ganz, ganz wild gebaut. Manchmal auch, wie es mir so ein bisschen in Kram passt oder wie hier auch die Spendensituation so ein bisschen ist. Ich passe mich dem immer ganz gerne ein bisschen an und gucke, was wird so in etwa gefordert. Ich bin ja selber mit Thorsten hier in dem Clan und fordere ja auch selber mal ab und zu was, aber jetzt darf mir natürlich die Queen hier nicht verenden, das tut sie auch nicht. Oh, ich habe Mauerbrecher dabei, das ist ja cool. Das ist ja mal cool. Schaffen die das da? Oh ja, die schaffen das da. Mein Babydrache packt das da nicht ganz. Okay, das Lager muss da noch weg, glaube ich. Ich kann den King, denke ich, mal außen rumlaufen lassen. Muss jetzt aber mal zusehen, dass ich mal sehen, so ein paar Valkyries Richtung Clanburg bekomme. Aber ich glaube, der Kollege hat nichts drin. Dann können wir hier auch unseren King setzen und können hier noch so ein bisschen mehr reinfunneln. Einmal noch die Braut hier in Wut versetzt. Und was habe ich in der Clanburg? Ja, ich habe natürlich Clanburg-Truppen. Was ballert denn jetzt so hart auf mich? Alter Falter. So, wo gehen denn meine Valkyries jetzt hin? Die müssen sich ja jetzt irgendwie durchbohren. Das machen sie auch. Den King habe ich geopfert. Den King habe ich jetzt ganz klar einmal geopfert. Und die Valkyren, ich hoffe, dass die jetzt nicht rausgehen. Ah, die gehen so ein bisschen rum. Okay, aber das Dunkle, ja, so ein bisschen Dunkles haben wir ja schon mal. Und die bringe ich hier jetzt in Wut, weil ich gleich meine Queen noch zünden kann. Ich habe jetzt noch so ein kleines bisschen für außen Clean-up. Da muss ich mal gucken, da ist noch der eine Miner. Dann setzen wir hier mal jeweils immer so ein Pärchen hin. Ich brauche ja eigentlich nur das Dunkle, das kriege ich hier außen jetzt sowieso nicht mehr raus. Aber den Bonus nehme ich immer ganz gerne mit. Und nochmal hier hinten einen Magier und einen Lakaien.
Da geht ja noch was in die Mitte hier. Sauber. Nicht schlecht. Jetzt kommen da so ein paar nervige Skelette, die meine Queen so ein bisschen ablenken. Und ja, so ein Bogenschützenturm, der tut der Queen am meisten weh hier in der Base. Jetzt habe ich sie auch nicht gezündet. Ich war aber drauf, kann ich euch sagen. Aber ich denke mal, Dunkles war das Ziel. Und 2500, die Valkyrie können wir hier ruhig auskreiseln lassen. Wir bauen in jedem Fall etwas nach. 76% haben wir geschafft. Ich weiß, ich mache dann immer so ein paar Pokis. Ich mache aber auch ein paar Negativ-Pokis. So ist es nicht. Wir nehmen die mal nochmal. Ich nehme die mal jetzt nicht, weil wir wollen ein bisschen sparen. So ein bisschen Dunkles sparen. Aber so ein bisschen Dunkles gebe ich auch immer ganz gerne aus. Und wir nehmen mal eine andere Truppe hier. 1, 2, 3, 4. Ein paar Hocks hier mit rein. So 15 Stück, glaube ich, ist ganz gut. Sonnendödel hier und zwei von denen etwas clean up. Einen Archer, also eine Bogenschützin. Einmal Wut, dreimal Heil, einmal den. Einmal das, so geht das hier bei mir, Leute. Und einmal Boost. Boost Time, wir usen den hier. Einmal für eine Stunde mal richtig reinhauen hier mit dem Rathaus 9er. Und wir sind aktuell im Clankrieg. Ich muss das Ganze jetzt noch nicht mal schneiden. Das ist auch wirklich, wirklich witzig. Denn dieser Clankriegsgegner hier, wie heißen sie? The Splitter Gale aus Dänemark. Der war schon mal vor 38 Tagen, glaube ich, unser Gegner. Ja, der war schon mal vor 38 Tagen unser Gegner. Vor 39 Tagen unser Gegner. Und damals haben sie uns noch besiegt. Allerdings sind wir jetzt viel, viel mehr Rathaus 12er und auch mehr 11er. Mal sehen, was daraus kommt. Aber wir suchen jetzt erstmal wieder einen Gegner und dann geht das hier fröhlich weiter. Wow, was für ein Gegner. Der hat alles schön in den Bohrern. Hat keine Infernos, also ein Rathaus 10, aber er hat schon ziemlich dicke Lufttruppen und ich habe hier eine komische Armee am Start, ich weiß, aber ich wollte jetzt gerade noch tauschen, aber wenn du so einen Gegner findest, dann nimmst du ihn auch mit, mal sehen, Battle Ends, oh, jetzt muss ich mich wirklich reinhalten, oder ranhalten, gucken wir mal, dass wir hier mal eben das schon mal kaputt machen können, einen Riesen habe ich vorgeschickt, einmal ein paar Heiler, ich habe ja überhaupt keine Magier jetzt, ach Gottes Willen, 9 Mauerbrecher, und lohnt's. Ja, manchmal ist der Bau hier verplant. Manchmal ist der Bau hier verplant. Dann müssen wir in jedem Fall die Miner jetzt nehmen, die wir in der Clanburg haben, dass wir hier so ein bisschen funneln können. Denn ich würde natürlich ganz gerne jetzt mit dem Packer auch noch hier mittig rein. Oder wo haben wir denn das andere Lager eigentlich? Ah, da oben ist das andere Lager. Okay, da oben ist das andere Lager. Ich denke mal, so weit werden wir nicht kommen. Denn erst recht nicht mit den Zaubern, die ich dabei habe. Es ist unglaublich. Speed. Ja, ich bin Speed. Ihr kennt das bestimmt. Ich denke mal, oder ihr kennt den Film, der fängt so an, dass er Speed ist. Und die Riesen hier sind auch auf Speed. Die sollen jetzt nämlich ein bisschen fixer in die Base rein. Aber mal schauen. Ah, die Luftabwehren. Ja, ich meine, die sind hier direkt in den Vierteln. Ich kann hier mit meinen Loons eigentlich gar nicht so richtig was machen. Aber mal sehen, ob ich nicht hier so ein bisschen für Trouble sorgen kann. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, schaffen wir da die Luftabwehr? Jo, die packen wir in jedem Fall. Ah ne, die packen wir nicht. Oh Mist, nicht geschafft, die Luftabwehr da. Ich bringe nochmal meine Riesen im Wut, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz gut gescheffelt hier. Die Queen kann nämlich noch rumgehen und kriegt da unter Umständen noch das dunkle Lager gleich. Also, ja, den Zehner haben wir ganz, ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dann immer eine Armee, ob ihr so einen überspringt und volles Risiko geht, so wie ich es jetzt hier gerade gegangen bin, weil ich ja auch jetzt nicht wusste, ob ich den packe. Ihr seht das, die Zehner Def hier. Ich meine, er hat jetzt keine Infernos und hat aber trotzdem eine sehr, sehr kompakte Base und schaffe ich wohl das Lager noch? Kommt das Dunkle noch? Jo, bitte, bitte, bitte. Schaffe ich noch. Nicht mehr ganz, okay. Okay, aber ich kann euch was sagen, in der Zeit, das ist, ich kann es wirklich nicht glauben, ich muss da immer drauf zurückkommen. Ihr habt es mal wieder auch im Bildchen gesehen, natürlich ist das ein 10k-Special, oh, so viele Ressourcen hier und ich kann sie nicht wirklich nutzen. Ihr seht das, da ich nichts mehr an Gold und Elex brauche, ist es schon echt ärgerlich, wenn ihr solche Gegner hast. Aber gut, da musst du durch und netten Bonus haben wir hier auch nochmal mitgenommen. Sehr, sehr krass und lass mich mal gerade nachbauen. Jetzt muss ich mal überlegen. Baue ich jetzt eigentlich schon eine CK-Armee nach und fehle mal live hier für euch? Ich kann es mir erlauben, hier live zu failen. Ich weiß nur nicht, welche Base ich eigentlich mache. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiß, wie ich diese Base hier mache. Pass mal auf, wir bauen hier einen
einen Catwalk, einen Queenwalk, einmal so. Wir brauchen einen von denen. Wir brauchen 17 von den Loons, glaube ich. Sind es 17? Ja, ich glaube, es sind 17. Wir brauchen 8 von denen. Wir brauchen 3 von denen. So ein bisschen habe ich die Armeen auch im Kopf. Und hier brauchen wir allerdings 1, 2, 3. Das reicht. Wir kriegen ein Gift in die Clanburg. Die anderen beiden Truppen, da muss ich doch nochmal nachgucken, was ich da sonst eigentlich immer mitnehme. Aber ich glaube, es ist noch ein Babydrache. Und mehr Cleanup weiß ich nicht. Wir nehmen mal 2 Magier mit. Ach nee, stimmt gar nicht. Ich weiß, was wir immer dabei haben. Voll die Armada Mauerbrecher. Ich glaube, 9 Stück sind es. Ja, 9 Stück. Das passt. Und dann haben wir noch... komm, wir nehmen mal 2 Kovis hier mit. Und ich baue mal die nächste Truppe jetzt nach für einen CK-Angriff hier. Den claim ich mir mal. Mal sehen, wie wir den machen. Dann springe ich auch wieder aufs Tablet. Ich hoffe, Live-Fällen gefällt euch ja immer. Und dann farme ich jetzt mal eben die Truppe gerade weg und dann fällen wir mal eben live. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit für den Live-Fail hier. Live-Fail live vom Thorsten. Ich muss jetzt wirklich mal gucken. Kann sein, dass das jetzt mit dem Ton nicht passt. Das checke ich nochmal gerade. So, passt aber alles und dann können wir auch reingehen. Oh, es greift hier mal jemand von uns an. Oh, ein bisschen hoch. Ich glaube, das wird ein Scout an der Stelle. Da ich den hier schon geclaimed habe, muss ich ihn jetzt auch machen. Ich muss ihn ja jetzt irgendwie machen. Da gucken wir mal, wie wir uns hier reinschlagen können. Ich gehe mal auf Attack. Wir haben alles Grünhaken, 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 Attack. Okay, dann gehen wir mal rein. Ihr seht meine Armee hier. Ich habe in der Clanburg einen Lavahund. Ich habe in der Clanburg tatsächlich einen Lavahund und ich starte hier ganz, ganz außen mit einem Queenwalk. Ich starte ganz, ganz außen mit einem Queenwalk, aber mit allen Heilern bitte. Und muss allerdings jetzt so ein bisschen funneln. Das mache ich mal wie folgt. Ich schaue mal, da nehmen wir glaube ich mal sowas hier und nehmen mal einen Loon hier. Da muss ich hier unten einmal funneln. Da habe ich auch gedacht, ich nehme mal vielleicht 2 Loons schon mal. Und den Dicken hier, denn der Dicke tankt den Bogenschützenturm. Jawohl, das macht er auch. Vielen lieben Dank, du Dickado. So, jetzt kommt da hoffentlich gleich die gegnerische Queen und vielleicht auch mal Clanburg. Wäre ja mal ganz nett, wenn hier so ein bisschen Clanburg käme. Aber es kommt überhaupt keine Clanburg. Doch, da kommt sie jetzt. Okay, da kommt die jetzt angerast und ich zünde jetzt auch schon meine Queen. Denn die ist ja doch ein bisschen heavy. Scheiße, nee. Ist die heavy, okay. Aber jetzt habe ich hier in jedem Fall meine Queen am Start und die muss jetzt natürlich so ein paar Luftabwehren schaffen, um hier in diese Base reinzukommen. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Komm, mach die Luftabwehr da weg, dann kann ich hier schon mal einen Loon setzen. King nicht vergessen. Dann kann ich hier schon mal einen Loon setzen. So. Und, oh, der King macht hier ja schon einiges. Das ist natürlich nicht schlecht. Der kann das schon mal machen. Und okay. Queen macht das. Jawohl, das passt so. Also nehmen wir hier einmal 2 von denen. Einen von denen hier. Und jetzt komme ich hier über diese Flanke einfach mal rein. Mein Lavahund gespammt hier. Ich will ja die Queen jetzt nicht unbedingt. Ah, die Queen wird mir jetzt eh sterben. Okay. Die Queen wird mir jetzt eh sterben. Das heißt, ich muss jetzt mit meinen restlichen Zaubern hier durch. Und ich muss vor allen Dingen die doofen Feger hier erreichen. Komm, ich muss die Feger da erreichen. Geht zu den Fegern drauf. Gut, das habt ihr gut gemacht. Kobold, Laki, beziehungsweise Bogenschützenturm. Aber ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste hier. Mal sehen. Haben wir hier unten noch was? Hier haben wir jetzt nichts mehr. Wir haben da aber noch einen Lavahund. Es wäre ja ganz schön, wenn er noch wenigstens aufplatzen würde. Dann hätte ich noch ein paar mehr Welpen hier in der Base. Ah, der geht jetzt daher. Einmal hierher. Einmal den Bogenschützen da noch mit zugepackt. Oh, jetzt platzt der nicht. 26 Sekunden. Das wird mal wieder ein 1 Stern und 99% oder was auch immer. Scheiße. Ich könnte mich echt ärgern. Ich glaube, der Angriff war ganz gut geplant. Ich habe jetzt ein bisschen länger über die Base geguckt, aber es wird halt ein Time-Fail. Es ist leider so, jetzt platzt mir zwar noch mein Lavahund da und
Die Welpen gehen allerdings jetzt alle auf den King. Werden da natürlich jetzt Futter sein hier für den Bogenschützenturm. Der kommt hier hinten jetzt aber nicht mehr ganz dran, aber es ist eh ein Time-Fail geworden. 92%, aber ich glaube, der Angriff war ganz in Ordnung. Wir haben hier unten Luft ohne Ende. Wir haben genug Zähne, um diese Bases hier zu machen. Das war jetzt ein bisschen schade. Ich meine, ich habe mich jetzt einfach mal rangewagt. Das muss man auch manchmal machen. Und baue aber die Truppe nochmal vielleicht für die letzte Base einmal nach und mache sicherlich noch einen Live-Angriff, aber es geschehen noch Zeiten und Wunder. Ich habe etwas wieder gefunden für den Stream am Samstag, den solltet ihr nicht verpassen. Ich werde ihn auch ankündigen, mal sehen, ob ich das mal in den Stories mache. Ich habe ihn wieder gefunden, den Zettel hier, der jetzt so gerade so transparent erscheint. Da steht nämlich drauf, ich grüße dich. Kaum zu glauben, ich habe den alten schmierigen Zettel, das kann man kaum erkennen hier, der ist wirklich alt, der ist wirklich schmierig. Ich habe ihn wiedergefunden, ich habe ihn doch noch nicht weggeschmissen. Ich konnte es gar nicht glauben. Was ich aber nach wie vor nicht glauben kann, sind meine Abonnentenzahlen. Vielen lieben Dank, Leute. Ich liebe euch genauso, wie ihr Clash of Clans liebt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Woche. Wir sehen uns am Wochenende in jedem Fall im Livestream. Samstag ab 21 Uhr wird das in jedem Fall wieder was werden. Da könnt ihr ganz gespannt sein. Wir machen wieder so ein bisschen so einen ganz chilligen Abend, glaube ich. Ich muss mich auch mal ein bisschen zurücklehnen jetzt. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Stress in der Woche. Ein bisschen auch mit den Videos. Ich habe das auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Man will ja auch mal ein bisschen rauskitzeln. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Und bis dahin verbleibe ich mal euer Toto. Echt.